Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine Crispy Chicken Fingers. Klassisches amerikanisches Rezept, so Boneless Chicken heißt das in den USA üblicherweise. Total lecker und geht super gut in jedem Airfryer, in jeder Heißluftfritteuse. Ich mache es heute mal wieder im Ninja Foodie Grill. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie immer habe ich alles schon rausgelegt, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier Hähnchenfilets schon gehabt. Ihr könnt aber auch Hähnchenbrust nehmen und die Streifen schneiden, kein Problem. Wir brauchen Emmentaler, Parmesan, Paniermehl, Panko, ein bisschen Olivenöl, Petersilie, Salz, außerdem Zitronensaft, Knoblauchgranulat oder Pulver, Pfeffer, zwei Eier und geräuchertes Paprikapulver. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, wenn ihr wie ich schon Filets bekommt, fertig geschnitten, dann habt ihr meistens noch so ein Stück Sehne dran. Die müsst ihr unbedingt rausschneiden, denn diese Sehne wird sonst sehr gummiartig und fest, die könnt ihr nicht beißen. Also die Sehne dann entfernen. Bei einer Hähnchenbrust ist es meistens schon raus, aber auch da müsst ihr mal schauen, falls die Sehne noch drin ist, hier auf jeden Fall dieses Stück Sehne entfernen, weil man das wirklich nicht essen kann. Das ist aber auch schon alles hier bei mir jetzt, wenn ihr eben nicht selber schneiden müsst, ansonsten schneidet ihr Streifen oder auch Nuggets. Ihr könnt also auch mundgerechte Stücke schneiden, es müssen keine Streifen sein. Also Chicken Nuggets, gleiche Rezept, geht genauso gut. Und wenn wir die hier so ein bisschen sauber gemacht haben und die Sehnen rausgeschnitten haben, dann sieht das so aus, dann haben wir unsere Chicken Fingers auch schon fertig vorbereitet. Jetzt mache ich die Marinade und für die Marinade hier nehmen wir zwei Eier. Und mischen dann diese beiden Eier mit dem Olivenöl. Außerdem gebe ich ein bisschen Zitronensaft dazu. Und als Würzung kommt jetzt das Knoblauchgranulat. Also frischer Knoblauch eignet sich nicht so gut hier. Dann kommt Pfeffer, geräuchertes Paprikapulver. Ihr könnt auch normales Paprikapulver nehmen, wenn ihr kein geräuchertes habt. Kommt ein bisschen Salz dazu, Petersilie noch. Und das war's. Und jetzt mischen wir das gut durch, bis das so eine homogene Masse ist. Bis die Eier gut vermischt sind mit den Gewürzen und mit der Petersilie und dem Öl und dem Zitronensaft. Und dann marinieren wir unsere Chicken Fingers hier, unsere Hähnchenstreifen, legen die ein. Und wenn es geht, so nach einer halben Stunde, eine Stunde wäre gut. Wenn nicht, geht es auch schneller. Aber das ist schon die optimale Zeit, damit der Geschmack auch so ein bisschen einziehen kann und die Hähnchenstreifen schön zart bleiben. Und dann heißt es mischen, mischen, mischen. Na, alles gut durchmischen hier. Und dann stellen wir hier unsere Chicken Fingers erstmal beiseite. Denn wenn wir gut gemischt haben, dann machen wir jetzt die Panade. Und die Panade ist auch ganz einfach. Alle vier Bestandteile mischen wir einfach zusammen. Panko und Paniermehl. Sonst sage ich ja immer, wenn ihr keinen Panko habt, nehmt ihr nur Paniermehl. Panko ist hier schon wichtig, weil es das Ganze ein bisschen auflockert und crispy macht. Also noch Parmesan und Emmentaler dazu. Und dann kommt wieder das gleiche. Mischen, mischen, mischen. Na, alles gut durchmischen, bis es eine homogene Masse ist. Und wenn wir alles gut durchgemischt haben, dann fangen wir an und panieren unsere Chicken Fingers und da wirklich andrücken, ne, dass die Panade gut hält. Hier nehmt man so einen etwas höheren Behälter, dass man sich nicht so den Tisch einsaut. Und dann drücke ich das wirklich gut an, ein paar Mal drehen, ein paar Mal andrücken, bis die Panade wirklich den Chicken Finger komplett umschlossen hat. Ne, das sieht dann ungefähr so aus. Und das machen wir jetzt mit allen Chicken Fingers einmal, bis wir alle durch haben. Deswegen die Panade ist reichlich. Das hat auch einen Grund, wie ihr gleich sehen werdet. Wir machen das Ganze nämlich noch ein zweites Mal. Also erstmal jetzt hier alles einmal durchpanieren, wirklich ordentlich andrücken, damit die Panade auch tatsächlich gut hält. Und dann stelle ich zunächst mal das Ganze 10 Minuten weg. Die Chicken Fingers erstmal jetzt wegstellen. Dann merkt ihr auch, dann kommt irgendwann die Marinade durch, ihr seht das dann, die weicht dann so ein bisschen durch und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um den zweiten Durchgang zu machen. Na, jetzt nehmen wir also unsere Chicken Fingers wieder und panieren die nochmal mit der restlichen Panade, legen die auf den Teller und schütteln so quasi die Panade oben drüber. Mehr müssen wir nicht machen, ne, so dass die nochmal richtig bedeckt sind, immer so zwischen die Lagen so ein bisschen von der restlichen Paniermasse einfach drüber bröseln. Und wenn wir alle durch haben und die Panade ist dann auch wirklich fast verbraucht, dann stelle ich das wieder 10 Minuten weg, dass die Panade noch mal so ein bisschen anhaften kann. Ja, dann geht es an den Ninja oder eure Heißluftfritteuse. Wir nehmen hier den Knusperkorb, also den Airfryer-Korb.
zum Airfryen. Und den Ninja stelle ich dann ein, und zwar auf Airfryen, also Heißluftfritteuse. Und beim Ninja stelle ich ein 180 Grad, das reicht, also 200 Grad ist ein bisschen viel. Wir nehmen 180 Grad und voreingestellt ist immer hier 20 Minuten, das können wir erstmal nehmen. Wahrscheinlich braucht ihr nicht so lange, immer mal gucken zwischendurch, aber ich heize ihn jetzt auf 20 Minuten vor. Und wenn der Ninja sich gemeldet hat und sagt, hier, ich bin durch, ich bin vorgeheizt, dann sprühe ich meinen Knusperkorb mit so ein bisschen Pflanzenöl ein und gebe dann meine Chicken Fingers, die panierten, hier in den Korb. Und da müsst ihr bitte daran denken, legt nichts übereinander, sondern macht wirklich immer nur eine Lage, denn ansonsten verkleben euch die Chicken Fingers, die Hähnchenteile, und werden auch nicht gleichmäßig kross. Also immer nur eine Lage müsst ihr hier bei mir, ich musste zwei Durchgänge machen, je nachdem wie viel ihr macht, also immer nur eine Lage und dann erstmal diese eine Lage fertig machen. Wenn ich meine Chicken Fingers hier drin habe im Knusperkorb, dann besprühe ich jetzt die obere Seite nochmal mit Pflanzenöl. Wir frittieren ja hier nicht, aber damit es wirklich kross wird, müssen wir so ein bisschen besprühen. Ich habe hier so eine kleine Sprayflasche, die ist sehr praktisch. Ne, also besprüht, ihr könnt es auch mit dem Pinsel machen, müsst ihr nur aufpassen, dass die Panade nicht runterrubbelt. Also hier ich mit meiner Sprühflasche, das klappt gut. Und dann machen wir zu. Und erster Durchgang, ungefähr die Hälfte, 8 bis 10 Minuten. Müsst ihr mal reingucken zwischendurch und dann seht ihr, die sieht schon richtig lecker aus. Die sind schon oben richtig kross. Und jetzt drehen wir einmal umdrehen. Und wenn wir alle einmal umgedreht haben hier im ersten Durchgang, dann machen wir das gleiche wie am Anfang auch. Und dann besprühen wir nochmal die andere Seite jetzt mit so ein bisschen Pflanzenöl, mit hocherhitzbarem auf jeden Fall, also nicht Olivenöl oder sowas, sondern was hocherhitzbares. Und dann backen wir zu Ende. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, es riecht schon wirklich gut und ihr seht, wenn ich die auseinanderreiße hier, dann sind die total zart. Sie sind natürlich durch nach 10 Minuten, nach 20 Minuten und ihr seht auch hier, die sind echt weich. Das Fleisch ist immer noch saftig, es ist nicht ausgetrocknet. Super duper, hat genau geklappt, ist echt alles genauso, wie ich es haben wollte. Also wirklich Bonus Chicken, Chicken Fingers, wie sie sein sollen. Und dazu passt super gut meine Honig-Senf-Soße. Zeige ich euch irgendwann auch mal oben rechts, wie ich die mache, wenn ich sie hier abgedreht habe. Aber super duper lecker, passt natürlich auch Barbecue-Soße. Aber die Honig-Senf-Soße ist schon sehr lecker. Ja, ich denke, meine Crispy Chicken Fingers im Ninja Foodie Grill oder jeder anderen Heißluftfritteuse, die ihr möglicherweise habt, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.